selbst schuld. Ich bin's, der Atta, und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Risen. Und wir wollen mal schauen, dass wir hier vielleicht in einen anderen. Ich habe auf jeden Fall genug. Beppo war Kämpfer, oder? Ja. Das Gold eintreiben von den ganzen Männchen hier. Wir arbeiten ja mit Rachel zusammen. Da kriegen wir keine 10 Pferde hin. Wasserdruck kann man austrinken. Ich bin kein Schmied. Also. Für die hier, Renzo, was ein Arbeiter? Ich hatte befürchtet, dass du mich anquatscht. Oh. Was willst du überhaupt hier? Ich bin doch hier. Du bist Kämpfer, oder? Du bist Kämpfer, oder? Nein, ich trage mein... Natürlich. Neu hier. Natürlich. Jeder Idiot. Aber ich sag dir... Das hatte ich schon mal. Ich hab so viel gehört, das glaubst du gar nicht. Wir müssen uns um uns selbst kümmern. Gib mir dein Schutzgeld für diesen Monat. Mir bleibt doch nichts erspart. Dann. Was ist mit dir? Ich will dein Schutzgeld für diesen Monat abkassieren. Ja, so siehst du auch aus. Hier hast du das Gold. Hi. Was ist mit dem da? Einfach auf die Fresse. Einfach so. Rachel ist etwas unentspannt. Ich weiß. Sie wartet immer noch auf das Fleisch. Tja, solange Broga hier noch die Oberhand hat, wird sie wohl darauf warten müssen. Wegen Broga. Ich soll für Broga Schutzgeld eintreiben. Oh Mann. Dann pass mal besser auf, dass es dir nicht so ergeht wie Dorgan. Wie meinst du das? Dorgan war der Letzte, der für Broga das Schutzgeld eingetrieben hat. Genaueres weiß ich nicht. Aber irgendwas soll ihm zugestoßen sein. Sei besser vorsichtig. Dorgan ist tot. Ich fand ihn in einer Höhle. Sag ich doch. Das Schutzgeldgeschäft ist gefährlich. Sah eher so aus, als hätten ihn wilde Tiere getötet. Naja, wie auch immer. Jedenfalls war Dorgan der Einzige, der wusste, bei wem Broga hier abkassiert hat. Verstehe. Ich fand diesen Zettel hier in Dorgans Tasche. Der beweist leider gar nichts. Es ist Dorgans Zettel, nicht Brogas. Schade. Wegen Broga. Warum unternimmt Rachel nichts gegen ihn? Wenn ich ehrlich bin, sie ist einfach zu weich. Broga hat sie so eingeschüchtert, dass sie sich nicht gegen ihn durchsetzen kann. Und das, obwohl sie den Don selbst im Rücken hat. Ich hörte, Broga soll sich um die Arbeiter kümmern. Broga kümmert sich um alles, nur nicht um die Sorgen anderer Leute. Das ist nichts Neues und hilft dir leider im Moment wenig. Na gut. Handlanger. Auch ein Kämpfer. Na los, dann. Kann die Quest nicht abschließen. Domingo ist down. Domingo war das. Irgendeiner von diesen, die hier sitzen, ist tot. Das ist natürlich, nicht so ganz gut. Rück das Schutzgeld raus. Der Monat ist rum. Ja, ja. Hier. Muss ja nicht gleich handgreiflich werden. Okay. Ein Bier. Klar. Hier. Wie schafft es Broga, dass alle Angst vor ihm haben? Ein
ebenfalls Pinsel. Das ist ganz einfach. Er ist der stärkste Kämpfer im Lager. Den hat noch keiner umgehauen. So. Oscar hatten wir. Wright. Enrico ist, glaube ich, da und war es. Hawkins hatten wir auch. Louis haben wir gerade. Obel, Roba. Die alle. Ich weiß nicht, wo die alle sind. Wer ist Ober und wer ist Robert? Ich weiß nicht, wo die sind. Da ist Doug, Hawkins, Oscar, Dwight, Obel ist da ganz hinten, Robert da, da war ich noch nicht. Auch nur erstmal zu dem hier vorne gehen. Können wir uns noch mal Pfeile kaufen. Wohl. Nicht wirklich. Wir wollen ja mal. Aber wo kriegen wir. Wo ist der Schwertmeister eigentlich? Auch interessant. Du zahlst mir jetzt erstmal dein monatliches Schutzgeld. Hat man dich jetzt auch schon rumgekriegt, goldgieriger Arsch. Hier hast du es. Lass uns handeln. Irgendwas, was wir verkaufen können hier. Nee. Ich glaube erstmal so ein. Und den behalten wir mal einer. Wie viele Pfeile haben wir noch? 14. Pass drauf. Machen wir nochmal 16. Ich brauche ich noch mal so. Und als nächstes. Mal kurz die Map aufmachen. War lang. Soll das also heilen? Dass es irgendwie Ärger gibt. Dann. Na komm nochmal. Und nochmal. Look du, Lula. Wir wollen uns ja voll heilen. So, pissen wie ich, wa? Man kann auch laufen mit der Karte auf, das ist schon gut. Aber einfach. Da lang. Du bist da rein, theoretisch. Nur schauen, wie wir da hinkommen. Aus, als wenn da. Hier lang. Wer bist du? Oh, ich hab noch schon. Nein! Was gegessen. Okay. Nichts. Clay hat deinen Posten übernommen. Das wurde auch verdammt nochmal Zeit. Danke. Hier hast du ein paar Münzen. Ich ruhe mich jetzt aus. Kann ich was von dir lernen?
Du bist doch ehrgeizig, was? War ich auch mal. Abgesehen vom Kampf gibt es ein paar nette Talente, die du drauf haben solltest. Schleichen, Schlösser öffnen, Taschendiebstahl. All diese nützlichen Sachen kann ich dir beibringen. Klingt gut. Nee. Ich will kein Dieb nichts haben. Ich will mein Geld für Schaden aus. Du bist neu hier, richtig? Ja. Wie hast du das bloß erraten? Ich sehe schon. Die Jungs vom Don sind dir auch schon derbe auf die Nerven gegangen, was? Aber mach dir nichts draus. Denen ist nur langweilig. Was machst du hier? Ich kümmere mich ums Braukraut, hier auf Roberts Hof. Sicherlich gibt es edlere Pflanzen, aber das Kraut ist sehr vielseitig. Man kann es zum Brauen von Bier verwenden. Ziemlich gutes Zeug. Die Jungs im Banditenlager werden es dir bestätigen. Außerdem lässt sich daraus ein sehr guter Tabak herstellen. Ein Tabak mit besonderen Fähigkeiten, wenn du verstehst, was ich meine. Was weißt du über den Don? Zumindest so viel, dass man sich besser nicht mit dem Herrn des Banditenlagers anlegt. Doch wenn man sich hier an seine Regeln hält, hat man ein recht gutes Leben. Zugegeben, die Arbeit auf dem Feld ist nicht leicht, aber was soll's? Wer ist Robert? Die Jungs unten im Banditenlager nennen ihn den Sumpfbauern. Ihm gehört dieses Feld. Gib mir dein Schutzgeld. Wenn's unbedingt sein muss, ich will ja keinen Ärger haben, nicht wahr? Kannst du mir was von deinem Kraut oder Bier verkaufen? Klar, kannst dir ja mal ansehen, was ich sonst noch so habe. Was hast du zu verkaufen? Okay, Kraut, Bier... Ein Wasser, Ausstelle, Aufhören. Ja, wer ist das hier? Clay, ja. Clay? Schön. Ja. Precious Clay. Bist du gekommen, um Schutzgeld zu kassieren? Ist das deine Bruchbude? Ich bin Farmer. Ich baue das Braukraut an für unser Bier hier im Sumpf. Und die Hütte ist meine bescheidene Behausung. Was gibt es über die Gegend hier zu wissen? Du bist noch nicht lange hier, was? Die Jungs im Banditenlager stehen ganz im Dienste von Don Esteban. Sie sammeln alles an Gold, was sie finden können. Der Don muss mittlerweile schon ein Vermögen in seinem Tempel da unten haben. Du arbeitest für den Don? Mein Junge, ich habe diesen Hof schon seit ich denken kann. Eines Tages kamen die Tempelruinen aus dem Boden und mit ihnen kam Don Esteban und eine ganze Menge Viehzeug. Ich habe mich arrangiert, blieb mir auch nichts anderes übrig, verstehst du? Kannst du mir beibringen, wie man Bier braut? Puh, das erfordert jahrelange Erfahrung und Grundkenntnisse in Alchemie. Die Grundkenntnisse kann ich dir beibringen. Das mit dem Bier dauert zu lange. Braukraut? Was ist das? Das Zeug, aus dem ich das Bier mache. Die meisten nennen es einfach Kraut. Es wächst gerne im Sumpf oder an Flussläufen. Aber wenn man die Augen aufhält, kann man es überall finden. Ich habe herausgefunden, wie man daraus Bier herstellen kann. Das verkaufe ich jetzt. Sogar so gut, dass ich kaum noch zum Krautsammeln komme. Taugt dein Bier was? Ha, was glaubst du, wie wild alle darauf sind? Fernab der Stadt gibt es keinen besseren Zeitvertreib für die Jungs. Was mich daran erinnert, dass die Köchin unten im Banditenlager noch auf eine Fuhre wartet. Ich muss bald runter und ihr die 10 Flaschen bringen, die ich ihr versprochen habe. Ich kann dir helfen, das Bier abzuliefern. Würdest du das tun? Nun, da gibt es leider einen kleinen Haken.
Ach was. Wieso bin ich nicht überrascht? Wegen dieses verfluchten Schutzgeldes kann ich das Bier nicht mehr umsonst abtreten. Ich muss Rachel 50 Gold dafür abnehmen, so leid es mir tut. Gib her das Zeug, ich erledige das. Sehr gut. Hier hast du mein Bier. Und vergiss nicht, ich brauche 50 Goldmünzen dafür. Klar. Wie sieht's denn aus mit dem Schutzgeld? Was denn? Sag bloß nicht, du bist tatsächlich Brogars Handlanger. Sieht ganz so aus. Tja. Naja, du wirst sicher deine Gründe haben. Na gut, ich werde dir das Schutzgeld zahlen. Allerdings wirst du dann erstmal was für mich machen. Seit Wochen versprechen mir die Kämpfer, meinen Hof zu beschützen. Du bist jetzt einer von Brogars Männern. Also wirst du auch ihre Arbeit machen. Erledige die Moorleichen auf meinem Hof, drüben beim Wasserfall. Sie sind ziemlich hartnäckig und kommen einfach immer wieder. Erst dann reden wir über Gold. Was kannst du mir über die Grundlagen der Alchemie beibringen? Machen wir das wirklich? Ja. Unterrichte mich in der Alchemie. Bierbrauen und Alchemie sind sehr ähnlich. Die Wirkung ist bereits in den Pflanzen enthalten. Du musst sie nur am Alchemietisch einkochen und in Flaschen abfüllen. Kann ich dir beim Krautsammeln helfen? Das kannst du allerdings. Und ich bezahle gutes Gold. Für 10 Pflanzen gebe ich dir 70 Gold. Kleinere Lieferungen nehme ich nicht an. Okay, ich kümmere mich um deine Moorleichen. Ach ja? Das wäre ja zu schön. Das, ich weiß ja nicht, wie ich es sage. Ich weiß ja nicht, wie ich sage, aber... Das ist, ja. Ist nicht ja was zum umsonst heilen. Und hier ist auch noch ein Wurm. Hänger fest. Ich glaube, ich gehe erstmal ganz kurz einmal runter. Ich dachte, er kämpft. Falsche Richtung. Oben ist down. Wenn er was hat, ihn gekillt. Was? Ich gehe mal kurz heilen. Ist das richtig hier? Ja. Junge, Junge, Junge. Kann ich irgendwo schlafen? Aber wir können das anders machen. Wir können ja erstmal zur Rachel gehen. Was war das?
war doch was. Der Sumpfbauer schickt mich mit 10 Flaschen seines Bieres. Na endlich, ich brauche das Zeug. Gib es mir. Moment. Robert will 50 Goldmünzen dafür. Was? Das ist ja wohl die Höhe. Doch, na gut. Ich habe ja wohl keine andere Wahl. Hier hast du sie. Und jetzt her mit dem Bier. Du machst das schon. So. Ich kenne kein Rezept. Ich habe kein Fleisch zum Braten. Irgendwo sich Hände legen oder so. Na gut, dann machen wir das da vorne. Dumm ist nur, dass wir die Aufgabe nicht erfüllen können. Nee, wir können. Er wollte uns heilen. Ja, ich werde an dieser Stelle aber die Folge beenden. Ihr müsst ja nicht sehen, wie ich mich heile und wieder zurücklatsche und so weiter und so fort. Das dauert nur unnütz viel Zeit. Und von daher dachte ich, ja, könnte man ja vielleicht und so. Ja, die Folge beenden. In diesem Sinne bedanke ich mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zur nächsten Folge. Ciao, ciao.